So, jetzt ist der Hund abgegeben zum Hundesitting. Ich fange einfach an zu vloggen und ich muss erstmal sagen, hallo, schönen guten Tag und heute mache ich mal Pause vom Renovieren und Umziehen. Und ja, heute Morgen war ich erst beim Friseur, wie ihr sehen könnt, ein bisschen die Haare schneiden. Und jetzt haben wir die Tiffy abgegeben und zwar, die bleibt jetzt das Wochenende bei meiner Family, weil wir ja heute beim Julius Award sind, heute Abend. Und ja, von Sonntag auf Montag geht's ab auf die Creative World nach Frankfurt. Da können wir sie ja leider nicht mitnehmen. Wäre auch viel zu stressig für sie. Ja, jetzt gerade waren wir noch kurz bei MediaMax und haben ein bisschen Shopping gemacht. Last-Minute-Shopping, eine Powerbank. Kann ich vielleicht fürs Wochenende gebrauchen, damit ich auch vloggen kann oder halt einfach mal was filmen kann. Ja, so, jetzt fahren wir erstmal ab nach Hause, dann machen wir uns schön. Ich trage heute mal zur Abwechslung mal ein Kleid. Und ja, lassen wir uns überraschen, was da jetzt heute kommt. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Julius Award. Bis gleich. Nach 2 Kilometern links abbiegen. Wie ihr sehen könnt, haben wir einiges an Fotos gemacht, aber gefilmt haben wir nicht in der ganzen Zeit, da wir natürlich uns auch das Programm anschauen wollten. Deshalb jetzt hier eine Zusammenfassung der Nominierten aus allen Kategorien. Ihr findet in meiner Infobox nicht nur die Gewinner, sondern alle nominierten Kanäle für den Julius 2018, da alle Nominierten sehr viel Herzblut in ihre Videos stecken und auf jeden Fall auch einen Besuch wert sind. Die Kategorie Tutorials zeige ich euch ein bisschen ausführlicher, weil das ja Thema dieses Kanals ist. Kategorie Tutorials ankündigen. Und ich sagte eben schon, ich finde es ganz, ganz toll, wie viele was für unterschiedliche Sachen so im Bereich DIY oder Tutorials zusammengefasst werden können. Und es macht mir sehr viel Freude zu sehen, dass es da so viele unterschiedliche Sachen gibt und eigentlich jeder Platz findet und jeder seine Leidenschaft ausleben kann. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir 3 Nominierte haben, die doch sehr unterschiedlich sind. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Ich möchte heute mit euch dieses Design haben. Ja, und hier haben wir jetzt die fertige Ampel mit Beleuchtung. So ihr Lieben, das war's für heute aus meinem Atelier. My name is Bonnie Elo, and today I want to talk about, maybe you've seen this in Pennywise. Und gewonnen in der Kategorie Tutorials hat Tanja Hausmann mit dem Kanal Da Creda. Abonnenten danken, ohne die wäre ich jetzt nicht hier. Ich bin jetzt kurz, 5 Abonnenten fehlen mir noch, dann habe ich 1500 erreicht. Ja, also. Ja. Ja, wen möchte ich denn danken noch? Es gibt viele Leute, die ich danken will. Natürlich in erster Linie auch hier
das Team vom Julius Award, dass die überhaupt sowas auf die Reihe stellen und dass die kleinen YouTuber, wie es hier die ganze Zeit schon gesagt wurde, dass die auch Beachtung finden, weil es gibt so viel qualitative Videos und unterhaltsame Videos, die auch wirklich Qualität haben und nicht nur, was soll ich jetzt sagen? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ansonsten möchte ich natürlich auch meinem Mann danken, der hier ist, der einer meiner treuesten Abonnenten ist von allen drei Kanälen, die ich habe. Und ja, das war's schon. Ja. Damit man dich auch hört. Ja. Ah, schön, oder? Ja, ist schön. Als ich das erste Mal deinen Kanal gesehen habe, da fiel mir schon direkt auf, du hast auf jeden Fall sehr viel Ahnung von dem, was du da machst. Du hast ein sehr großes Wissen, was halt Basteln angeht, aber man könnte auch sagen, dass du ja auch dein Hobby so zum Beruf gemacht hast. Ja, das habe ich vor 13, 14, 15 Jahren habe ich das gemacht, das stimmt. Also Basteln ist mein Beruf und mein Hobby und ich glaube ja, das meiste, was ich in der Woche mache, ist Basteln oder Basteln erklären oder Bastelmaterial verkaufen, also alles, was mit Basteln zu tun hat oder auch Malen. Also deswegen, mein Kanal heißt ja auch Basteln und Malen, also ich mache beides und bin auch Dozentin in der Volkshochschule, gebe auch Kurse. Also man kann bei mir auch zum Kaffee kommen und bei mir basteln, das ist auch möglich. Und du hast deinen eigenen Laden. Ich habe auch einen eigenen Laden, ja, genau. Das habe ich jetzt auch schon seit 13 Jahren. Jetzt bin ich gerade am Umziehen, also ziehe einen halben Kilometer weiter. Und Wie ist das so? Also ich kann mir vorstellen, du hast einen eigenen Bastelladen, also du verkaufst in dem Sinne deine... diese Requisiten, die Pinsel, die Farben und so, ne? Und du machst gleichzeitig mit diesen Produkten auch Videos. Das heißt also eigentlich, du baust eigentlich deinen Laden nochmal größer auf. Also du kannst deinen Kunden nochmal mehr die Möglichkeit geben, auch Tipps und Anregungen zu bekommen. Ja, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich damit angefangen habe, auch mit YouTube, weil viele Leute kaufen sich Materialien und dann sind sie zu Hause, sei es eine weiße Leinwand oder sei es ein Papier und keiner weiß, was mache ich jetzt damit. Und so nehme ich sie dann nochmal mit, 24 Stunden lang. Sie können sich ja die Videos angucken, wann sie wollen und das finden sie es nach, was denn. Was war so der schönste Kommentar vielleicht von einem Kunden, der bei dir war oder eine Kundin, der vielleicht auch deine Videos gesehen hat? Ja, nicht der schönste, also das schönste doch in dem Fall, das schönste ist, wenn ich dann mal eine Zeit lang keine Videos mache, dann kommt natürlich wieder die Frage, wann kommt da die nächste Anleitung? Ich möchte weiter basteln. Also das freut mich dann, weil ich dann auch weiß, die Leute haben auch Bedarf. Also die möchten auch, dass ich die Videos mache und wollen nachbasteln, brauchen Inspiration. Also ich sage immer gerne, ich bin so wie so ein MacGyver des Bastelns. Gib mir irgendein Material, weiß ich nicht, ein Papier oder was auch immer und ich bastel da irgendwas draus. Ne? Was bastelst du aus dem Pokal? Den nicht, mein Schatz. Alles klar, danke, Lela. Am Abend wurde natürlich auch Musik gespielt von verschiedenen Gruppen und Musikern. The Promise hat mir besonders gut gefallen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr euch natürlich auf der Seite des Julius Awards auch die ganze Veranstaltung anschauen. Diese ist da in der Playlist hinterlegt. Dann gab es Musik von einer Musikerin aus Essen, und zwar von der Hanna. Ich sehe, dass deine Lippen sich bewegen, aber ich verstehe nicht, was du sagst. Du kommst her und sagst, wir müssen reden, an einem sonst so perfekt. Ansonsten habe ich hier unten auch noch die YouTube-Seiten der Moderatoren verlinkt, die die Sache auch sehr toll gemacht haben an den Abend. Das waren jetzt ein paar Eindrücke vom Julius Award. Ich sage nochmal Danke an alle und ich wünsche einen schönen Tag. Bis bald, eure Tanja.
Thank you.